Liebes Team des Cinecittà, meine Damen und Herren, 25 Jahre Cinecittà in Nürnberg, ein Jubiläum, zu dem ich ganz herzlich gratuliere. Filmgenuss in immer besserer Film- und Tonqualität. Für Cineasten in der Metropolregion Nürnberg ist das Cinecittà nun seit einem Vierteljahrhundert eine feste Größe. Kunstliebhaber aller Genres kamen und kommen hier auf ihre Kosten, vom Hollywood-Blockbuster über kleinere deutsche Filmproduktionen bis hin zu Übertragungen einer Oper aus der weltberühmten Met. Wer das Hochauflösen sehen und mit dem besten Sound hören wollte, für den führte am Cinecittà in der Nürnberger Altstadt kein Weg mehr vorbei. Am 18. Oktober 1995 eröffnete der Cinecittà nach eineinhalbjähriger Bauzeit seine Pforten. Ich erinnere mich noch gut daran. Ich war fasziniert von dieser für unsere Region völlig neuen Technik. Und nur einen Tag später kam Apollo 13 in die Kinos. Gerade ein solcher Film kann seine ganze Dramaturgie am besten ja auf einer großen Leinwand in Szene setzen. Und selbst 25 Jahre später erinnert man sich dann gerne daran zurück, wenn Tom Hanks sagt, Houston, wir haben ein Problem. Liebes Team des Cinecittà, Film ist ein wichtiges Kulturgut, so war es in der Vergangenheit und so soll es auch weiterhin sein. Ganz klar, dieses Jubiläum fällt in eine schwere Zeit, in eine Zeit, in der große Jubiläumsfeiern leider ebenso wenig möglich sind wie ein Kinobesuch ohne Einhaltung von Abständen sowie der sonstigen Hygienevorschriften. Doch ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam durch diese Krise kommen werden. Der Freistaat Bayern hat hierfür unter anderem das Programm der Kinoanlaufhilfe gestartet. Hilfen aus einem mit 12 Millionen Euro dotierten Fonds sollen dazu beitragen, Liquiditätsengpässe zu überwinden. Denn klar ist, wir wollen unsere Kulturlandschaft in Bayern in ihrer ganzen Bandbreite so erhalten, wie wir sie vor der Corona-Krise erleben und genießen konnten. Und klar ist auch, eine lebendige Kinoszene ist hiervon ein ganz wichtiger Teil. Deshalb stehen wir hinter unseren bayerischen Filmtheatern und wollen unseren Teil dazu beitragen, dass sie möglichst gut wieder aus dieser Krise herauskommen. Liebes Team vom Cinecittà, ich gratuliere noch einmal zu diesem besonderen Jubiläum. Ich bin mir sicher, dass das Cinecittà für die Zukunft als Multiplex-Kino, Theater, Café, Bar und Restaurant bestens gerüstet ist. Für die aktuell noch schwierige Situation wünsche ich weiterhin alles Gute. Auf die nächsten 25 Jahre. Film ab!